Im April 1903 haben Gebrüder Sulzer mit dem Rudolf Diesel einen Lizenzvertrag abgeschlossen zum Bau von Dieselmotoren. Dann in dem gleichen Jahr haben sie dann auch schon bereits angefangen ihrem eigenen Dieselmotorenbau. Die Motoren haben einander alle zusammen gleichen, gleich wie der Motor hier, der sogenannte Anständerbau. Das sind also alles stehende Viertaktmotoren gewesen. Der Motor hier, der hat noch die Bezeichnung 1D33. 1 war die Zylinderzahl, das D ist Dieselmotor, weil Gebrüder Sulzer haben damals immer noch Dampfmaschinen gebaut. Und das 33, das war die Leistung in PS, also 33 PS. Wenn es ein Dreizylinder gewesen wäre zum Beispiel, dann hätte der Motor bereits 3D100 geheissen. Der Motor hier hat die Nummer 725. Das ist also der 725. Zylinder seit 1903. Wenn der Motor 4 Zylinder hätte, dann wäre das Zylindernummer 25, 26, 27, 28 gewesen. Und der nächste Motor, der hätte dann wieder mit dem 29 angefangen. 1908 ist der Motor im Kapuzinerkloster in Stans eingebaut worden zur Beleuchtung vom Kollegium in Stans. Der Motor war dort in Betrieb bis 1951. Dann hat das Kapuzinerkloster den Motor ersetzt durch eine Wasserturbine. Das hat ihn offensichtlich niemand wollen. Dann ist der Motor als damalige Technorama gegangen. Er ist verpackt worden in 5 Kisten und ist von 1951 bis Dezember 2011, wo der Verein Dieselmotoren Winterthur die Kisten wieder auseinandergepackt hat, ist der Motor in diesen Kisten verpackt gewesen. Der Motor war so gut konserviert, hat er kein Röstchen gehabt. 60 Jahre also in diesen Kisten. Der gleiche Motor war auch in der Seidenwinde in Embrach. Da hat man leider noch Bilder davon, dort, wie der Motor dort ausgesehen hat. Das Bild, das Sie hier sehen, das war der Maschinenraum vom Kapuzinerkloster in Stans. Sie sehen hier an der Wand einen Hochtank. Der war etwa 1,5 Meter, 1 Meter höher als der Motor selber. Mit einer sogenannten Handflügelpumpe hat man den aufgefüllt. Es hatte an einem Ort einen unterirdischen Tank, wo man dann hier mit dieser Pumpe den Tagestank aufgefüllt hat. Also es hat damals noch keine mechanische Pumpe zwischen Tank und Motor. Der Brennstoff ist von hier aus mit dem eigenen Gewicht hier durch Röhrli-Verbindungen zum Motor gelaufen. Der Brennstoff kommt vom Tagestank hier in die Brennstoffpumpe rein. Je nach Stellung wird der Brennstoff mehr oder weniger gefördert durch die Pumpe, geht hinten durch, durch eine Kupferleitung ins Einblasenventil. Hier auf der hinteren Seite da sehen Sie da noch 3 Druckluftflaschen. Das waren riesengroße Flaschen, die es gebraucht hat, um den Motor einerseits zu starten und andererseits auch, um den Brennstoff einzublasen. Der Robert Bosch hat erst 1927 die erste Patent für Diesel-Einspritzung. Darum ist damals der Brennstoff bei diesem Motor mit Druckluft eingeblasen worden. Die beiden äußeren, die grossen, das waren Startluftflaschen. Und die mittlere, das war die Flasche, die man gebraucht hat, nachher, um Brennstoff einblasen, der gleichmäßigen Druck hergestellt hat, um nachher einblasen zu können. Die Flaschen, die sind sicher noch grösser, noch nicht 2 Meter runtergegangen, jetzt hier, wo sie im Boden waren. Also, die hatten ein riesiges Luftvolumen gehabt. Stahlgoss hat es zu dieser Zeit noch keine gegeben. Sondern die Flaschen, die sind garantiert damals geschmiedet worden. Aus einem vollen Material heraus geschmiedet. Also, dass man wahrscheinlich ein Stück Stahl hatte, wo man dann einen Stempel reingedruckt hat, dass sie auseinandergegangen hätten. Das sind geschmiedete. Gusseisen tut diesen hohen Druck gar nicht aushalten.
Der Maschinist, der Motor, wollte starten lassen. Dann musste er da bei diesen drei Druckluftflaschen das Ventil aufmachen. Das waren dann unterirdische Verbindungen zum Motor. Die Druckluftflaschen, die hatten einen Druck drin, so bis zu 70 Bar. Wegen dem Zünddruck hat das also einen hohen Luftdruck gebraucht, um den Brennstoff einblasen gleichzeitig. Ich habe mir sagen lassen von alten Sulzer-Monteuren, dass man damals die Druckluftflaschen das erste Mal von Hand aufpumpen, auffüllen musste. Also das war eine tagelange Arbeit, können Sie sich vorstellen, bis man da auf diesen, in diesen Flaschen, was haben die, 200 Liter Inhalt, bis man da 70 Bar drin hatte. Das war eine recht anstrengende, lange Arbeit dort. Das musste man allerdings nur einmal machen, nämlich das erste Mal vor dem ersten Motorstart. Nachher hat der Motor einen eigenen Kompressor gehabt, wo er dann die Flasche wieder aufgefüllt hat, von Start zu Start. Fangen wir beim Rundgang mit dem Schwungrad an. Weil das ja nur eine Einzylindermaschine war und die erst in jedem dritten Hub wieder Arbeit gebracht hat, hat es das Element gebraucht, um die ungleichmäßige Leistung aufzufahren. Für das war das Schwungrad da. Das Schwungrad hat 3 Meter Durchmesser und ist 3,5 Tonnen schwer. Jetzt hier bei uns in unserem Museum, wo wir den Motor jetzt einfach aufgestellt haben, mussten wir das Schwungrad eben zweiteilen. Also da ist die eine Hälfte, die kommt jetzt hier eben 1,5 Meter unter Boden unter, damit es dann wirklich rundlaufen konnte. Vor dem Start hatte der Maschinist einen Mechanismus, den er hier kippen konnte, dass das Schwungrad die richtige Stellung hatte. Wenn der Kolben ganz zoberst ist, gerade oben, und die Luft hier drauf drückt, dann kann nichts passieren. Hier. Darum muss der Maschinist die Kurbel ein bisschen auf die Seite raus bewegen, damit hier eine Bewegung, eine Kurbelbewegung stattfinden kann. Das ist dann die richtige Stellung, bereits ein bisschen ausgelenkt. Wenn der Maschinist das Schwungrad in die richtige Stellung gebracht hat, dann geht er da auf den Fahrstand und lädt hier die Maschine an. Der Viertaktmotor, der braucht eine Nockenwelle, um die Ventil zu bedienen. Mit dem ersten Ventil lasse ich den Motor an. Und wenn der Motor dann drüllt hat, dann tut das Einlassventil aufmachen, auf den Motor tut Luft ansaugen. Dann tut der Kolben komprimieren. Wenn der Kolben dann zuoberst ist, wird Brennstoff einblasen. Die Verbrennung findet dann statt, der Kolben geht ab und im nächsten Hub geht das Auslassventil auf und die verbrannten Gas werden ausgestoßen. Der Dieselmotor tut nur Luft komprimieren. Die Luft wird so stark erwärmt, dass wenn man den Brennstoff einspritzen tut, heute, oder früher einblasen tut, dass die vielen tausend Tröpfchen sich selber entzünden tun. Wenn dann das Schwungrad drüllt und die Folge vom Druckluft, der Motor drüllt, dann tut der Maschinist hier den Brennstoffhebel auf Betrieb stellen. Und jetzt fängt die Einspritzung an, beziehungsweise die Brennstoffeinblasung mit Druckluft. Wenn die verschiedenen Verbraucher angehängt werden, Spinnmaschinen oder Webstühle oder elektrische Verbraucher, dann haut der Drehzahl zuerst zusammen. Das muss wieder ausgeglichen werden. Entweder macht es der Maschinist mit dem händischen Verstellen oder es hat hier einen sogenannten Fliehkraftregler. Je nach Drehzahl gehen hier Fliehgewicht auseinander oder zusammen und tun den oberen Teil der Königswelle gegenüber dem unteren verdrehen. Das heisst, es gibt früher oder etwas später frischen Brennstoff. Thank you.
Es ist nicht immer alles so super dicht und tut hier und da eben da lecken so. Und da hat es da so Händchen, um den Leckbrennstoff können abladen wieder. Hier im Kurbelgehäuse hat es noch ein Hebelsystem, das mit einer Schwinge antrieben aus dem Hebel auch vom Kolben oben runter. Das tut hier nur so hin und her kippen, tut einerseits hier den Öler antreiben und andererseits den Kompressor. Und da an dem Ende da ist auch der Kurbel, wo die Ölpumpe antreiben tut. Die Apparatur da, das ist die Schmierung vom Motor. Da haben wir einfach einen Ölbehälter. Da läuft das Öl durch die Kontrollgläschen runter in ein Ölpümpel hinein und das Pümpel tut das Öl an die verschiedensten Schmierstellen vom Motor verteilen, zum Kompressor oder zu den Schmierstellen vom Zylinder oder auch an die Schmierstellen der Kurbelwelle. Nicht alle Stellen sind mit dem Öler da geschmiert worden, sondern es hat auch noch sogenannte Tropföler gehabt. Das Gläschen hat man mit Öl aufgefüllt da. Und wenn man den Motor angelassen hat, hat man hier den Hebel getan. Jetzt hat das eine Nadel freigegeben und da ist immer ständig Öl abgetropft. Der Maschinist hat das hier in dem Gläschen kontrollieren können. Wenn man den Motor abgestellt hat, hat er da wieder den Tropföler auch abgestellt. Das Gläschen jetzt da zum Beispiel, das hat da das Lager von der Königswelle und das Getriebe von der Königswelle geschmiert. Oder da auf der Seite, da die zwei kleinen Gläschen da und auf der anderen Seite, die haben da die Wellen, wo vom Kompressor, wo der Kompressor dran ist, haben die geschmiert, die Schmierstellen. Während dem Betrieb braucht es einerseits Luft zum Einblasen. Andererseits müssen die Druckluftflaschen wieder aufgefüllt werden, dass er am anderen Tag den Motor wieder starten kann. Das macht man hier mit dem Kompressor. Das ist ein zweistufiger Kompressor, der die Luft so hoch verdichtet tut, eben bis auf eine Grössenordnung 70 Bar. Die Luft wird während dem Komprimieren heiß. Das spürt man bei der Velopumpe auch unten dran. Ist auch heiß. Da kommt die heiße Luft kommt da oben zum Kompressor raus, geht da über das Kühlrohr ab da, das ist ein Kupferrohr da im Kühlrohr drin, und geht da durch die Kupferleitung zurück zu der Druckluftflasche. Das Bauteil da, das ist so, heute lachen wir darüber, ein rudimentärer Luftfilter für die Frischluft, die in den Motor geht. Das war ein Blech früher, wo man geschlitzt hat, die Schlitzlöcher gestanzt und dann umgebogen. Da hat es nichts drin, das ist einfach nur das blotte Blechrohr jetzt da mit diesen Schlitz. Auf der anderen Seite, das andere Rohr dort, das ist der Auspuff. Da gehen die Abgase fort. Hier am Kompressor ist noch ein Sicherheitsventil angebaut. Das ist auf einen bestimmten Druck eingestellt, vielleicht etwa 70 Bar. Und wenn die Druckluftflasche voll ist, so, oder beziehungsweise wenn die 70 Bar erreicht sind, zwischen dem Kompressor und der Flasche, dann tut das ablösen. Das macht einen Der Motor muss gekühlt werden. Das Kühlwasser ist hier durch das Rohr in den Kompressor reingekommen. Hat hier den Kompressor gekühlt, ist hier oben raus als Warmwasser bereits einmal einig, durch das Kühlrohr, das ja das Kühlrohr war für die Druckluft, hier runtergegangen und ist hier in den Motor rein, ist im Motor aufgestiegen und ist oben nachher zum Zylinderdeckel aus, hier durch das Rohr da wieder raus zum Motor aus, abgeleitet worden. Das Kühlwasser, das man hier gebraucht hat, das ist einfach entweder vom Hahn gekommen oder vom Bach, der neben dem Haus durchgelaufen ist. Er hat einen Haufen Kalk enthalten, hat den Kalk ausgeschieden und hat dann da drin die Bauteile mit Kalk ein bisschen verschoppt. Der Motor besteht aus Gusseisen, hauptsächlich Schwungrad oder der ganze Ständer, nur innen dran, Kurbelwellen, das Pleuel und ein Teil vom Kolben, vielleicht der Zylinderdeckel noch. Das ist Stahl, aber der Rest ist Gusseisen.